An Auschwitz scheitert die Gewissheit über uns selbst. Und deshalb müssen wir sensibel sein, wachsam, selbstkritisch. Je weiter die Zeit des Nationalsozialismus zurückliegt, desto wichtiger wird die Erinnerung. Weil wir dazu neigen, für selbstverständlich zu halten, was doch die historische Ausnahme ist, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir brauchen die kollektive Selbstbeunruhigung an historischer Erfahrung, wie es Volkhard Knigge, der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, einmal gesagt hat. Und Anlass zur Selbstbeunruhigung gibt es. Die Verrohung nimmt zu, vor allem im Internet und in den sozialen Netzwerken, aber nicht nur dort. Die als Hasskriminalität erfassten Strafen, Gewalttaten haben sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Die meisten davon sind fremdenfeindlich motiviert. Jeden Tag werden Menschen bei uns angegriffen, weil sie anders aussehen, anders sprechen, weil sie fremd erscheinen und Fremde bleiben sollen. Die große Mehrheit in diesem Land ist nicht ausländerfeindlich, schon gar nicht gewalttätig. Es muss uns aber beunruhigen, wenn Angriffe auf Zuwanderer, auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte stillschweigend oder gar laut gebilligt werden. Es muss uns beunruhigen, wenn Menschen der Versuchung erliegen, zu meinen, es löse unsere Probleme, wenn diese anderen verschwinden. Sie irren sich. Und das müssen wir ihnen immer wieder vermitteln. Beunruhigen muss uns, wenn ein Großteil der heute in Deutschland lebenden Juden angibt, im Alltag antisemitische Anfeindungen zu erleben. Wenn ein Rabbiner und seine Kinder ihre Kippa unter einer Kapuze oder Basketballklappe versteckt tragen müssen, wenn auf deutschen Straßen und Plätzen antijüdische Parolen gegrölt und israelische Flaggen verbrannt werden, wie wir es jüngst wieder erleben mussten, das ist inakzeptabel. Jede Form. Jede Form von Antisemitismus ist unerträglich, erst recht in unserem Land. Das gilt für alle, die hier leben, auch für die deutsche Vergangenheit nicht die eigene ist, auch für jene, die hier oder anderswo vielleicht selbst Ablehnung und Diskriminierung erfahren mussten. Sie sind in eine Verantwortungsgemeinschaft eingewandert, so hat es Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Rede vor diesem Haus genannt. Damit sind Verpflichtungen verbunden. Wer hier leben will, muss sie akzeptieren. Darauf bestehen wir. Beunruhigen muss uns auch, dass neben Synagogen und jüdischen Einrichtungen dutzendfach Moscheen Ziele von Schändungen und Übergriffen sind. Dass Muslime aufgrund ihres Glaubens angefeindet oder pauschal kriminalisiert werden. Dass Menschen, weil sie einer bestimmten Religion angehören, die Fähigkeit abgesprochen wird, dazuzugehören. Hetze und Gewalt dürfen in unserer Gesellschaft keinen Raum haben. Gegen wen immer sie sich auch.